Herzlich willkommen zu einem Video oder Podcast zu dem Thema Leber und Galle. Leber ist unser größtes Kompaktorgan, dunkel, tiefrot, dunkelrot. Wenn sie gelb wird, geht es in Richtung einer Fettleber. Das ist eher die ungünstige Variante. Ist unser wärmstes Organ, unser stoffwechselaktivstes Organ mit einer Fülle von Aufgaben. Im Zentrum steht die Entgiftung. Also auch was später über die Niere ausgeschieden wird, muss zum Teil in der Leber erstmal entgiftet werden. Die hängt dann sowas wie Glucuronsäure da dran und dann ist es plötzlich nierengängig und kann über die Blase abfließen. Außerdem ist aber die Leber auch das Organ, was unser Eiweiß aufbaut. Also im Darm wird das Eiweiß, das Protein zerlegt und in Aminosäuren aufgespaltet. Das sind so die Buchstaben der Sätze unserer Eiweiß, auch unseres individuellen Eiweißaufbaus. Eiweiß ist das einzige Individuelle an uns. Die Fette sind bei allen gleich, die Kohlenhydrate auch, das Glykogen zum Beispiel, ist natürlich dasselbe bei uns allen. Aber das Eiweiß nicht, also unsere spezifischen Formen, das ihr mich jetzt erkennt zum Beispiel oder manche von euch, das hat damit zu tun, dass das diese speziellen Formen sind, die für mich stehen, so wie deine Form, deine Gesichtsform für dich steht und so weiter. Wir sind ja extrem individuell, das geht auf die Leber zurück. Die Leber spaltet das Eiweiß auf in die Grundbausteine und daraus baut sie dann unser eigenes Eiweiß. Und diese Rückbindung an die Urbausteine, ja, da kommt so diese Verbindung her, Bedeutung der Religio, der Rückbindung. Insofern, jetzt verkürzt dargestellt, hat die Leber auch immer was mit unserem Lebenssinn zu tun, mit unserer Rückbindung an den Urgrund, aus dem wir seelisch leben. Sie hat auch mit Blutgerinnung zu tun. Also es ist wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Organ, auch ein sehr, sehr großzügiges. Von den Urprinzipien würden, oder Lebensprinzipien, würden wir es auf die neunte Bühne, Lebensbühne sortieren. Da geht es auch um Toleranz. Die Tugend ist zum Beispiel da, die Toleranz. Und der Lebens, die Sinnfindung. Also auch damit ist die Leber verbunden. Das heißt jetzt, wenn wir die Lernaufgabe suchen, die bei Leberthemen hochkommt, dann hat es primär mal mit der Sinnfindung zu tun, weil die hat ja auch wieder mit der Rückbindung, der Religio bis hin zur Religion zu tun. Also das ist ein entscheidender Punkt. Der zweite Punkt ist eben dann die Entgiftung. Insofern ist sie ein sehr gefordertes Organ in dieser giftigen Zeit. Und ich meine das nicht nur physisch. Ja, auch wenn du jetzt 92-93% des Gifteintrags vermeidest, wie eine Studie des Schweizer Bundes belegt hat, also nur noch wenig Gifteintrag hast auf der physischen Ernährungsebene, und wenn du dann noch vollwertig, pflanzlich vollwertig im Sinne von Beesfood lebst, dann reduziert sich das ja nochmal. Aber leben wir doch in einer sehr giftigen Welt, wenn man allein schaut, was für Gräbenkämpfe da jetzt auftreten, weil man verschiedener Meinung ist und verschiedene Ängste hat. Ja, viele haben ja jetzt Ängste. Manche haben Angst vor der Seuche. Wir haben recht. Das ist ja, kann man Todesangst haben. Man denkt an Pest, Cholera oder auch die spanische Grippe. Und manche haben aber auch Angst vor der Entrechtung und der Diktatur. Kann man auch haben in einem Land wie Deutschland, Österreich, mit der Diktatur noch nicht so lange vorbei, wo Menschen zu Tode gekommen sind. Todesangst auch da. Es kann aber auch die Angst vor der Impfung sein, weil es sind ja auch schon an die 5000 Menschen vor einer Woche gestorben, nach der Impfung. Wird ja dann zwar nicht so gerechnet, sind dann Vorerkrankungen und so weiter, wenn sie an der Impfung sterben. Aber es ist dann doch schon so krass gekommen, letztes Mal in kurzer Zeit, 31, vor allem junge Menschen erkrankt an diesem AstraZeneca-Impfstoff und 9, vor allem junge Frauen, gestorben daran. Die werden nie gestorben, wenn die nicht geimpft worden wären. Da ist ja völlig klar. So, also man kann Todesangst vor Impfungen haben. Ich kenne hunderte, wirklich hunderte von Studien, allein ein Buch mit über 400 kritischen Impfstudien. Also ich verstehe, wenn die Todesangst haben. Und man kann aber auch Todesangst haben in Bezug auf wirtschaftlichen Zusammenbruch, auf Konkurs und solche Dinge. Ja, denk mal an den Schwarzen Freitag 1929. Wie viele Menschen haben sich umgebracht aus Verzweiflung? Wie viele sind in Depression gerutscht? Die schlimmste Nebenwirkung der Depression sozusagen ist der geglückte Selbstmord. Also an der Oberfläche ganz verschiedene Ängste, aber in der Tiefe ist doch dieselbe Angst. So, also wir geraten schnell mal aneinander und das zum Teil auch mit großer Aggressionsenergie. Und da kommt die Galle mit ins Spiel. Wir sagen das ja auch, ein Choleriker, das ist ein Galliker, so ein aufbrausender Mensch.
Oder ganz am Gegenpol der Melancholiker. Cola immer die Flüssigkeit, Gallenflüssigkeit, die die Leber produziert. Das ist ja unser größter Bauchspeichelproduzent, auch viel mehr mengenmäßig als die Bauchspeicheldrüse, weil sie die ganze Gallenflüssigkeit produziert. Und die ist wieder wichtig, dass wir Fett verdauen können und so weiter. Also wir können natürlich auf verschiedensten Ebenen mit dieser Aggression umgehen. Ja, geht auch dem Melancholiker, das ist der Schwarzgalliker sozusagen, der depressiv eher ist in diese Richtung, im Melancholisch. Und man kann Gift und Galle spucken, das wäre mehr so die achte Lebensbühne, platonisch. Man kann grün sein vor Ärger, das ist dann auch das Grün der Galle. Also da ist, wenn die Galle einem übergeht, sagt man ja auch so, da ist Aggressionsenergie dahinter. Ja, und Gallensteine, das ist ja auch etwas gar nicht normal verteiltes in der Bevölkerung. Also wenn wir geboren werden, ist noch egal, ob Mädchen oder Junge. Aber wenn dann das Mädchen den Fehler macht zu heiraten, dann steigt ihr Risiko, Gallensteine zu bekommen. Und mit jedem Kind, was sie dann bekommt, steigt das Risiko weiter. Das liegt wohl daran, dass Frauen, vielleicht heute weniger hoffentlich, aber früher sehr, eben nicht so viel Gift und Galle gespuckt haben, sich viel gefallen haben lassen und das weggedreckt, weggesteckt haben. Und dann hat sich das versteinert sozusagen, hat sich verkörpert, somatisiert. Und bei Kindern ist natürlich noch mehr so, da kann die Mutter gar nicht mehr so primär ihre Interessen leben und muss oftmals zurückstehen hinter dem Kind. Naja, so kann man sich das erklären. Also das ist eine eher marsische Aggressionsthematik mit der Galle. Die Gallenblase fängt die Chola, die Gallenflüssigkeit auf, die die Leber produziert hat. Und die brauchen wir wieder für die Fettverdauung. Also merken, die Leber ist wirklich ein sehr wichtiges, sehr gefordertes Organ auch. Und ihre Aufgabe ist damit natürlich auch eine relativ vielfältige. Für unsere Entwicklung auch so ein wichtiges Organ. Da muss man einfach sich klar machen. Viktor Frankl hat das so wunderbar ausgedrückt, der große österreichische Psychotherapeut, Gründer der Logotherapie. Wenn wir keinen Sinn mehr haben, dann wird alles sinnlos. Also das ist etwas wirklich Zentrales. Der Sinn in unserem Leben. Und wo das ein Thema ist, ja, ein Konflikt um die Sinnhaftigkeit kann sich dann zum Beispiel ausdrücken als Hepatitis, Entzündung der Leber. Entzündung, Konflikt, Aggressionsthema auf der Basis der Lebensphilosophie. Philosophie heißt die Liebe zur Weisheit. Auf der Ebene des Lebenssinnes. Also da spielt natürlich vieles zusammen, aber ist doch das Thema sehr deutlich. Ja, natürlich auch, wenn das Blut dann nicht mehr, weil Gerinnungsfaktoren der Leber fehlen und so weiter, dann hängt das die Lebensenergie damit drin. Aber es ist doch immer ein sehr um die Vitalität gehendes Thema. Wir sagen ja auch Leber, das ist dem Leben so ähnlich. In anderen Sprachen auch. Liver, Leber Englisch und to live, Leben. Also Leber hat ganz viel mit der Lebensstimmung zu tun. Wenn ich euch beim Fasten mal zum Leberwickel animiere, was ich ja dann tue, dann kann es eben sein, dass du in eine dunkle Stimmung hineinrutschst. Und das ist aber auch gut, wenn die rauskommt. Ja, im Sinne von Melancholie, die soll man nicht aufstauen bis zur Depression, sondern besser mal in so einer Fastenkur ablassen. Ja, kann aber auch eine Aggressionsstimmung mal hochkommen. Also Leber hat auch mit der Lebensstimmung zu tun. Also, es ist natürlich eine zentrale und wichtige Thematik. Und diese ganzen Fragen dazu könnten dann hochkommen. Ne? Also, die machen das Ganze dann zur Entwicklungschance. Ja? Wie steht es mit meinem Lebenssinn? Wofür lebe ich? Wofür schlägt mein Herz? Wofür bin ich engagiert? Und wie ist meine Rückbindung zum Urgrund, zu meiner Ursprungsfamilie, aber auch zum Beispiel zu meinen Ahnen? Wo komme ich eigentlich her? Großeltern, Urgroßeltern, aber noch viel weiter zurück. 35 Generationen zurück sind wir schon mit allen Menschen, die hier gelebt haben, verwandt. Also wir gehören natürlich zu einer großen Menschenfamilie. Und wir ahnen meistens nur was von den Ahnen, wenn überhaupt. Aber das sind was Wichtiges. Mich da gerade mit beschäftigt, schreibt so ein Buch, Weckruf Corona, weil wir könnten da aufwachen bei dieser Gelegenheit. Da ist so viel dran zu lernen. Und unser Titel, wie wir es doch noch schaffen können. Also, wie wir doch noch uns noch retten können. Aber da muss jetzt natürlich mal was geschehen. Und da ist es ein großes Thema auch dabei. Ja?
wo kommen wir eigentlich her? Nun stellt sich heraus, unsere Ahnen sind wirklich gutmütige, friedliche Menschen. Ja, bis zur Niederlassung, zur Landwirtschaft gab es gar keine Kriege, aller Wahrscheinlichkeit nach und so weiter. Also die Leber kann diese Verbindung auch herstellen zum Urgrund sozusagen, im Sinne von Religio, welcher Kultur fühle ich mich, welchem Kult fühle ich mich verbunden und so weiter. Und wie steht es mit dem Gift in meinem Leben? Ja, solange ich noch Tierprotein esse, muss ich da gar nicht groß drüber nachdenken. Das ist sowieso oftmals verloren, ehrlich gesagt. Man muss ja nur denken, über 90% des Giftes kriegst du über das Tierprotein. Solange du das immer noch reinschüttest, ist Detox, ja, ich erlebe das ja beim Fasten, dann wollen die Leute es wieder gut machen in der Fastenwoche. Aber ehrlich gesagt, wenn du 50 Wochen im Jahr Gift einfüllst, gefährliches, giftiges und schädliches, und 2 Wochen fastest, was ich ja schon toll finde, früh und im Herbst zu fasten, ist es trotzdem nicht sehr sinnvoll. Aber wie steht es mit den einzelnen Giften auch? Ja, also viele Dinge sind ja nicht nur Gifte. Die Dosis macht das Gift. Ne? Also ein bisschen Rotwein, gibt Studien, die sagen, ist kardioprotektiv. Für mein Herz ist es nicht günstig, also für meinen Schlaf schon gar nicht. Aber es gibt die Studien. Meistens kommen sie aus Bordeaux, fällt einem auf dabei. Aber wie auch immer, die haben halt Interesse in Bordeaux, dass Rotwein gut untersucht ist. Naja, und vieles kann durch die Dosis zum Gift werden. Einfach zu viel Fett, dann gibt es halt auch eine Fettleber. Also zu viel Essen, Kohlenhydrat macht eher, Schweine werden mit Kohlenhydrat gemästet, macht eher eine Fettleber. Wenn du da in Massensüßigkeiten isst und so weiter, das ist alles, muss ja über die Leber gehen, muss von der Leber entgiftet werden. Also da könnte man sich Gedanken machen. Alle Gifte gehen in die Richtung Drogen. Und da meine ich besonders schulmedizinische Drogen. Es sterben bei uns ja viel, viel mehr Menschen an schulmedizinischen Drogen der Pharmaindustrie als an Heroin. Schrecklich, wenn Menschen an Heroin sterben, keine Frage. Aber im Verhältnis, ja, sterben schon doppelt so viele Menschen nur an der Auswirkung von Alkohol im Verkehr in Deutschland wie jetzt an Drogen. Wenn der Tagesschau-Sprecher von Suchtproblemen redet, meint er immer nur die Heroinsüchtigen. Das ist das typische Projektionsmodell der Gesellschaft. Also die ganze Thematik Sucht und Suche hängt natürlich übers Gift auch an der Leber. Ja, solange wir suchen und finden im spirituellen Sinne unseren Sinn, unsere Erfüllung, ist das unproblematisch. Aber es suchen immer mehr Menschen, muss man sagen. Das ist aus meiner Sicht beruhigend. Von den öffentlich-unrechtlichen Medien und den Mainstream-Medien wird ja die spirituelle Szene eigentlich jedes Jahr totgesagt. Und das ist jetzt bald vorbei. Aber es geht jetzt schon 40 Jahre. Also so lange bin ich über 40 Jahre Arzt und kriege das mit. Das ist deren Wunschdenken. Das ist deren verdächtig. Das wollen die nicht. Na gut, das typische Wikipedia-klassischen. Ganz gutes Volkslexikon, aber eine Hetzorganisation gegen alles Spirituelle und alles Naturmedizinische, Komplementärmedizinische. Aber dafür solide NATO-Rufberichterstattung. Alles gut, was die Amis machen, alles böse, was die Russen machen. Info für Blöde, aus meiner Sicht. Oder extreme Einseitigkeit in diesen Bereichen. Ja, nicht so gut, aber ist unsere Situation. Die Leber könnte uns helfen, zu entgiften. Und wir können der Leber helfen, indem wir entgiften. Auch im übertragenen Sinne. Ja, die Giftigkeiten, die wir so rauslassen über den Mund, bin ich auch beteiligt, keine Frage. Ich höre schon, wie einige denken, genau, kann auch ganz schön giftig werden. Ja. Und wenn du es bewusst tust, ist es noch was anderes, aber trotzdem auch das wäre natürlich zu überarbeiten. Ja, ich rate euch ja auch immer wieder, auf die Obrigkeiten jetzt nicht zu projizieren, sondern Mitgefühl zu entwickeln. Wer immer wieder dieselben Fehler macht, braucht doch Mitgefühl, weil entweder so dumm oder unwissend oder böswillig, dann braucht er noch mehr Mitgefühl. Also merkt, wir kommen da von der Leber mit in die Lebensphilosophie und so weiter. Also schauen wir uns mal an, was das körperlich bedeutet. Leber, ja, was da das Thema ist. Hatte ich schon angedeutet, von der Körperlichkeit, also von der Organfunktion her und so weiter. Was können wir tun auf der körperlichen Ebene für die Leber? Ja, wir können Leberwickel machen, das ist dann schon im Wort drin. Einfach eine Wärmflasche auf die Leber. Übrigens ist die Leber dort, wo hier, also unter dem Rippenbogen ist die nicht mehr, die ist oberhalb vom Rippenbogen. Da, wo du die Lunge vermutest. Und die sind parallel dort, die Lunge und die Leber.
Also dort gehört die schlapp voll Wasser gefüllte, aber ganz voll Wasser gefüllte Wärmflasche hin. Nicht kochendes Wasser, aber warmes. Und da kannst du Wärme hingeben auf das eh schon wärmste Organ und den Stoffwechsel der Leber noch anregen. Das ist eine gute Geschichte. Aber du kannst natürlich auch Mittel nehmen, die die Leber günstig beeinflussen aus der großen Schatzkammer von Mutter Natur. Das ist ja unsere wichtigste Apotheke aus meiner Sicht, die von Mutter Natur. Ja, zum Beispiel Cardus Marianus, die Mariendistel. Das ist ein wunderbares Mittel für die Leber. Oder aber auch Artischocken, Kurkuma. Und all diese bitteren Stoffe sind gut für die Leber. Jetzt nicht zu viel Fernet Branca trinken. Ich meine, das sind schon Bitterstoffe. In den meisten Magenbittern und so. Das ist Unterberg, ist ganz bitter natürlich. Das ist letztlich Beifuß Absinth. Hat das als Alkoholiker, aber du kannst es mit Unterberg natürlich sehr konzentriert und gut. Ist auch verdauungsfördernd, aber nicht übertreiben damit. Ne? Also du kannst natürlich auch, wenn es das ja Alkohol ist, in Mengen trinken, kannst du dich mit Fernet betrinken. Also das wären die Dinge, die sinnvoll wären, die du zu dir nehmen könntest. Natürlich auch Mineralien, Selen wäre da gut, Schwefel gehört da mit hin und ein guter Stoff auch für die Leber ist diese Sahne, S-Adenosylmethionin. Also braucht man sich nicht merken, aber ist auch ein gutes Mittel und ist ja auch in Leberkombinationspräparaten dann drin. Du kannst natürlich homöopathisch auch das Bandeln, Cardus Marianus, Schöldkraut, Chelidonium, das muss dann homöopathisch sein, das ist giftig. Aber C30 ist da kein Problem. Oder es gibt einfach auch speziell Lebermittel, auch von Evolution. Das sind die Dinge, die wir so im Shop bei uns, Online-Shop haben, findest du da Mittel, die speziell die Leber unterstützen auf so einer naturheilkundlichen Ebene. Ja, und das ist aus meiner Sicht wirklich wichtig, parallel zu machen. Ja, also am liebsten wäre mir, wir kehren die Treppe von oben nach unten. Wir fragen uns nach dem Lebenssinn, unserer Lebensphilosophie. Wir schauen uns an, wie es mit dem rechten Maß steht in unserem Leben. Gerade im Hinblick auf das Gift. Ne? Das also die Dosis macht das Pharmakon, sagt Paracelsus. Und damit meint er das Heilmittel, aber auch das Gift. Das Gift, Englisch Gift, heißt Geschenk, aber das kann natürlich auch mal so aus Leber und Spitzenhäubchen sehr giftig sein. Das ist die oberste Ebene, da sollten wir anfangen. Und dann kommen wir von der Bedeutungsebene, die seelische Ebene, da haben wir gesagt, die Stimmungen, die Lebensstimmungen und so, auch da könnte man dran gehen, mit geführten Meditationen zum Beispiel. Und dann kommt aber eben auch noch diese körperliche Ebene. Und das ist ideal, das meint Ganzheitsmedizin, wenn wir das auf allen Ebenen angehen. Ja, und die Leber von diesen drei Ebenen aus unterstützen und ganz konkret Leberwickel machen und dann auch einfach Lebergallentee mal trinken. Er schmeckt natürlich bitter und nicht gut, aber so eine Tasse zum Leberwickel sich dann ins Bett legen und schon auch mal einbösen oder einschlafen sogar. Und dann nicht böse sein, wenn da eine Stimmung hochkommt, die man gar nicht so mag, dann ist die dahin verdrängt worden. Dann will die jetzt raus. Ja, und tatsächlich, umso mehr gefühlsmäßig du dabei bist, gilt bei all diesen Dingen. Wenn du einfach so nebenbei eine geführte Meditation hörst, ist das für nichts. Aber wenn du dabei bist, ja, und wirklich hinspürst und vielleicht auch mal die Hände hinlegst, statt der Wärmflasche, dann kannst du da wirklich eine Menge bewegen. Das wäre etwas, was ich dir eben sehr ans Herz legen würde und sehr raten würde. Leber ist schon ein wichtiges Organ. Die 9. Lebensbühne ist unter den 12 Lebensbühnen auch so eine wichtige. In diesem Sinne hoffe ich, konnte ich dich animieren, mal was für die Leber zu tun. Und natürlich kann man ganz klar und einfach auch Dinge machen. Ne? Das ist gar keine Frage. So. Das ist eine Apotheke und kaufst dir was. Aber der springende Punkt ist schon, dass das alles zusammenkommt. Das wäre eine ganzheitliche Medizin und die würde wirklich auch was bewirken. In diesem Sinne, alles Gute für dich und deine Leber. Dein Rüdiger.